Herzlich willkommen im Hause des Herrn. Der Herr hat uns reichlich gesegnet durch Regen und gute Arbeit. Er will uns noch mehr segnen durch sein Wort und Dienst an uns. Wir freuen uns über den Raum und die Zeit, die wir hier auch haben durften. Letzten Sonntag war doch ein wirklicher besonderer Festgottesdienst. Heute will Gott weiter noch an uns arbeiten. Wir feiern den 20. Sonntag nach Trinitatis. Es geht in dem Thema um die Ordnung Gottes, um den Lebensrahmen und den Lebensraum, in dem wir bewegen. Gottes Ordnungen sehen wir in der Natur und den Naturgesetzen, aber auch in den Verordnungen der Gebote und Anweisungen für das Leben. Der Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Einige Abkündigungen gleich am Anfang, dann haben wir am Ende keine Abkündigung mehr. Der Introitus wird heute auch im Wechsel gesungen, wenn ich das recht verstanden habe. Das wird sehr schön sein. Im Lehrgottesdienst haben wir die Entlassung der Altkonfirmanden vor 2 Jahren. Ich war so, nach der Konfirmation ist hier so Tradition, dass dann die Altkonfirmanden entlassen werden. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und nur ein kleiner Hinweis: Wir sind dankbar für die Gottesdienstzeiten und Raum, den wir haben. Aber es ist immer noch abnormale Zeit, wenn man das so sagen kann. Noch gelten die Maßnahmen, nur einfach auch ein kleiner Hinweis darauf, dass wir uns da auch noch dran halten. Möge der dreieinige Gott uns reichlich segnen durch sein Wort und Sakrament hier in der Glaubensgemeinschaft. Wir beginnen mit dem ersten Lied. Dass er uns erhört.
Unsere Hilfe ist dir im Namen des Herrn. Geliebt in dem Herrn, öffnet eure Herzen. Lasst uns knien, Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Herr, es ist gut, dass wir dir sagen können, was wir Menschen nicht zu sagen wagen. Vor dir brauchen wir uns nicht verstecken. Dennoch schämen wir uns, dass wir auf deinem Namen Schande gemacht haben durch Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit, Bequemlichkeit und Unzufriedenheit. Wir hätten anderen helfen wollen, sollen. Wir hätten mehr dankbar sein sollen. Wir danken, Herr, weil wir auf deine Gnade hoffen. Fliehen wir zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suchen und bitten um Gnade. Gott sei uns Sündern gnädig. Amen. So spricht Gott, der Barmherzige, Sacharja 3. Siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Aus Gnaden seid ihr gerettet worden. Wahrlich, spricht unser Herr Jesus Christus, wer glaubt und getauft ist, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
euch. Lasset uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast uns Menschen geschaffen und zur Gemeinschaft berufen. Wir bitten dich, segne unser Leben in deiner Ordnung und umgib uns mit deinem heiligen Schutz, damit dein Name geheiligt und dein Reich gefördert werde. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die erste Lesung für diesen 20. Sonntag nach Trinitatis, da schreibt Paulus an die Gemeinde Thessalonich und an uns, 1. Thessalonicher 4, Abvers 1. Wir erbitten und ermahnen euch um Christi, unseres Herrn willen, dass ihr, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch unseren Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Thank you.
Das Evangelium für diesen Sonntag steht aufgeschrieben Markus 10, Abvers 2. Die Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie denn nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Soweit die Lesung. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Wir wollen nun unseren Glauben bekennen, indem wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Thank you.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Wir lesen aus Prediger 12, Abvers 1. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Mühlen, Müllerinnen, weil es so wenig geworden sind, wenn finster werden, die durch das Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen, wenn man an der Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wegen, wenn der Maulbeerbaum blüht und die Heuschrecke sich beläht und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldenen Schalen zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen im Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles eitel, sprach der Prediger, ganz eitel. Herr, segne auch an uns dieses Wort. Amen. Bitte wiederholen. Ich hoffe, ihr habt das mitgekriegt. Ich hatte gedacht, so einige von euch würden betroffen auch lächeln, einige sogar vielleicht lachen, denn hier war sehr viel Humor mit eingebaut. Aber wir kennen diesen Humor nicht so recht, denn es ist doch ein kultureller Unterschied. Nur, dass ihr es wisst, hier ist viel zynischer Humor in diesem Buch Prediger. Prediger möchte testen, auf die Probe stellen, kritisch beurteilen. Alle, die sich rühmen und erhaben fühlen, werden ein bisschen so gepikst. Nein, nicht durch den Dreck gezogen, sondern, naja, ihr wisst schon, relativiert. Zum Beispiel, wenn ich sage, ja, auch die Queen von England muss auf Toilette gehen. Sie ist eine mächtige Frau, aber eben doch nur ein Mensch. Oder Elon Musk, ne? Der reichste Mann der Welt, hat gerade seinen neuesten Quantumcomputer vorgestellt. Tja, auch er ist an seinen Füßen zu Ende. Will zum Mars fliegen, aber seine Ehen, Mehrzahl, liegen in Scherben. Auch nicht so besonders. Dieses Buch der Prediger ist schon toll, dass es in der Bibel mit aufgenommen ist. Es wurde gelesen am Laubhüttenfest, so eine Art Erntedankfest, wo man das Leben feiert. Da wurde das Gesetz gelesen, aber auch dieses Buch der Prediger. Nun, das Gesetz, das lernen wir ja schon seit Konfirmationsalter oder noch davor, seit Kindern an. Ich hoffe, dass ihr bis heute wisst, dass das Gesetz ist viel mehr als die 10 Gebote. Wenn wir ein paar synonyme Begriffe hinzufügen, merkt man schnell, wovon die Bibel spricht. Sie spricht von Gottes Verordnungen. So hat Gott das vorgeschrieben, damit das Leben gelingen kann. Die Bibel spricht von Gottes Ordnungen. Er hat das alles gut geordnet, an Ort und Stelle gesetzt, seit Beginn der Schöpfung, damit alles in Harmonie miteinander besteht. Und das erkennen wir schon in der Schöpfung. Da spricht man in der Fachsprache von The fine-tuning of the universe, exakte Zuordnung von Sterne, Sonne, Planeten, Mond und Erde. Die Natur ist ja absolut faszinierend ausgeglichen, aufeinander abgestimmt. Globales Wettersystem mit Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Pflanzen, Tiere. Ja, jeder Organismus in sich selbst ist doch ein atemberaubendes Wunder. Gut, Wunder. Das ist nun ein religiöser Begriff, davon spricht die Wissenschaft nicht so gerne. Aber für mich einfach immer bezaubernd zu untersuchen, was da vor sich geht. Dazu auch der Geist des Menschen im Zusammenspiel mit anderen Menschen ist für mich unglaublich spannend. Das alles sind die Ordnungen Gottes. Die Weisheit der Bibel sagt uns,
Die Gesetzmäßigkeiten Gottes kann man analysieren, verstehen, durchschauen und das Handeln des Menschen dementsprechend auch anpassen. Nicht wahr? Wer weiß, wann die Jahreszeiten kommen und gehen, der kann gemäß der rechten Zeit säen und wird gut ernten. Wer das nicht beachtet, ja, der wird Schaden erleiden. Das weiß jeder Farmer, der sich die Kräfte der Natur zum eigenen Vorteil zunutze machen möchte. So hat Gott auch eine Ordnung gesetzt in zwischenmenschlichen Verhältnissen. Ehre Vater und Mutter, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht falsch Zeugnis reden, denn wenn du das Gesetz überschreitest, bringst du alles durcheinander und dann ist da viel Schaden. Also höre auf die Weisheiten Gottes, denn sie dienen dir zum Leben, zu einem glücklichen und harmonischen und langen Leben. So spricht die Weisheit und so spricht auch in gewissermaßen das Buch Prediger. Aber, und das ist eben das frustrierende Aber, viele Leute mögen nicht dieses Wort, denn sie möchten gern, dass alles einfach und klar und deutlich ist. Tue das und du wirst leben, ne, sagt ja Jesus auch zu dem reichen Jüngling. Aber er wollte sich selbst rechtfertigen und stellt noch ein paar mehr Fragen. Und wer Fragen stellt, bekommt Antworten. Wer keine Fragen stellt, bekommt auch keine Antworten. Auch keine Antworten dann, wenn die Dinge mal nicht so klappen, wie sie klappen sollten. Ich habe zum Beispiel immer gesund gelebt, Übung gemacht, richtig gegessen und dann werde ich doch krank. Warum? Ja, früher oder später drängen sich die Fragen auf, denn das Leben ist nicht so einfach. Prediger sagt deutlich, das Leben ist komplex. Wir würden auch sagen, je mehr du weißt, weißt du, dass du eigentlich nichts weißt. Wer immer klare und schnelle Antworten haben möchte, wird schnell enttäuscht oder verärgert. Aber Prediger sagt, auch das ist nicht nötig. 37 Mal wird im Buch Prediger gesagt, alles ist eitel. Alles ist nicht fest, es ist nichts. In Englisch ist Vanity. Das ist sozusagen die Zusammenfassung seiner Untersuchung. Anfang, ich, Salomo, habe alles ausprobiert. Alles gemacht, was so auf einer Bucketliste stehen könnte. Alle Abenteuer erlebt, alle Frauen besucht, allen Reichtum, alle Länder besucht, alle Studien durchstudiert, alle Politik durchgemacht. Was du dir nur vorstellen kannst, ich habe es gemacht. Okay, wir könnten sicher noch hinzufügen, ne? Ist ja schon auf Fallschirmsprung springen gegangen. Aber wir verstehen. Und am Ende kommt er zu dem Ergebnis, alles ist eitel unter der Sonne. Man achte hier auf die Worte unter der Sonne, also hier auf Erden. Alles ist leer, vergänglich, verschwindet. Auf der Suche selbst auch nach dem innerlichen Ich, nach Intelligenz, Erleuchtung im Herzen, Philosophie, Meditation, kommt er zu dem gleichen Ergebnis, ein Haschen nach Wind. Und das ist doch schon mal ein Hinweis, dass wir eigentlich auf mehr bedacht sind. Es muss doch mehr geben als diese Welt. Wir bekommen eine Ahnung, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wir warten auf das Neue Testament. Wir sehnen uns nach Ewigkeit. Aber bleiben wir noch mal erstmal bei dem, was unter der Sonne ist, auf der Suche nach Beständigkeit und mit der Feststellung, und alles wiederholt sich, nichts hat Bestand. Darum, und dieser Satz kommt ebenfalls wiederholt vor, darum fürchte Gott, tue, was richtig ist, genieße dein Leben. Aber, und da haben wir wieder dieses frustrierende Aber, wenn du dein Leben genießt, dann denke an deinen Schöpfer.
So, jetzt sind wir beim Predigttext. Da fällt mir doch ein Rätsel ein. Jeder möchte es werden, aber keiner möchte es sein. Was ist das? Jeder möchte es werden, keiner möchte es sein. Antwort: alt sein. Man möchte denken, jeder möchte gern ein langes Leben auf Erden haben und glücklich sein bis ans Ende, nicht wahr? Da fragt Prediger zynisch zurück: Echt? Möchtest du wirklich alt werden? Schau doch an, wie viel Gebrechen und Leiden das Alter der Brillen und Pillen mit sich bringt. Bitte mit allem Respekt gegenüber unseren Senioren. Gott gibt Gnade. Wenn Gott Gnade gibt, kommen wir alle dahin. Und wir haben auch eine pflegebedürftige Mutter im Haus. Und wenn man nicht auch ab und zu über das Alter lachen kann, wird es unerträglich. Oder wie schon in dem ersten Satz vom Prediger hier in diesem unserem Abschnitt sagt, wenn jemand sagt, die Tage gefallen mir nicht. Ich bin des Lebens sauer geworden, sagen manche alte Leute. Da würde man sagen, wow, warte mal, wie kommst du denn dahin? Warum denn? Hat dir denn niemand gesagt, dass du nicht immer Mr. Superman oder Miss Universe bleiben wirst? Irgendwann wird man mehr Falten im Gesicht als Haare auf dem Kopf haben. Einige würden sagen, nee, das habe ich ehrlich gesagt immer verdrängt. Wollte ich nicht darüber nachdenken. Ne, ich kann ja auch manchmal Fotos von meinen Klassenkameraden angucken, so vor 30, 40 Jahren. Dann denke ich, Mensch, sind die aber alt geworden. Ich nicht, nee, aber die. Ne? Ich verdränge das immer. Will nicht darüber nachdenken. Prediger legt uns ans Herz, entscheide dich auf dem richtigen Weg zu gehen, während du noch jung bist. Denn wenn du alt wirst, wird es zu spät sein. Ihr kennt das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Gemeint natürlich, wenn man was den kleinen Kindern nicht beibringt, ist es sehr schwer, Erwachsenen was beizubringen. Man kann ja noch eine Lebensphase hinzufügen. Mit dem Alter wird man nicht weise, sondern nur eben älter. Also lerne in den jungen Jahren, sonst überfallen dich die bösen Tage. Lernen ist eine Investition für die Zukunft. Nicht nur für heute, sondern auch für morgen sorgen, das ist doch Klugheit. Denn es kommen Tage, wie Prediger sagt, wo die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden. Gemeint ist, der Verstand wird trüber. Ich vergesse so vieles. Wo habe ich die Schlüssel hingelegt? Wo ist meine Brille? Ich vergesse so viele. Was war das nochmal? Oder das Augenlicht, die können nicht mehr so gut sehen. Und Tage kommen, wenn Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen. Hüter des Hauses, na, das sind die Arme, mit der man sich verteidigt. Die fangen an zu zittern und die Beine werden krumm. Nicht wahr? Poetische Beschreibung. Müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Da muss man richtig so ein bisschen lächeln. Ein Müller zermahlt das Korn zu Mehl. Was zermahlt das Essen? Die Müllerinnen, das sind die Zähne. Sie stehen müßig rum, weil man nur noch einzelne hat. Wir würden heute eher sagen, es kommen Tage, wo du und deine Zähne nicht mehr zusammenschlafen gehen. Oder hier noch eins, wenn die Türen an der Gasse sich schließen und das Stimmen der Mühlen leiser wird. Na, gemeint sind die Ohren. Sie können nicht mehr so richtig hören, sogar dein eigenes Kauen wird leise, kaum noch Vogelgezwitscher kann man hören. Bisschen weiter. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldenen Schalen zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen im Brunnen fällt. Also, man muss ein bisschen lächeln. Richtig. Gemeint ist, wenn der Tod eintrifft. Der Prediger sagt hier mit dem Schmunzeln, der Eimer ist kaputt. Oder ne, das Rad,
wenn da ein Brunnen ist, stellt man so ein Gerüst auf mit einem Rad, da ist ein Tau dran, da geht der Eimer runter und holt man Wasser raus und dreht das wieder hoch. Wenn dieser Balken bricht, fällt alles in den Brunnen runter, ist auch so eine Redewendung, ne? Wenn es aus ist, tot. Wir sagen solche Ausdrücke ebenfalls mit ein bisschen Lächeln. Ne, der Pastor spricht sein letztes Gebet, der Koch steckt den Löffel in die Decke, der Handwerker skoppt den Eimer um, der Fußballspieler beißt ins Gras, dem Schneider zerreißt der Faden, der Jude geht über den Jordan, der Schauspieler tritt von der Bühne, der Gärtner besieht den Rasen von unten, Musiker geht flöten, und so kommen wir alle zu unserem Ende. Ein Trauerzug begleitet uns zur letzten Ruhestätte, alle Menschen gehen wieder an ihre Arbeit, bis sie alle nacheinander in die Grube fahren. So mit ein bisschen Schmunzeln der Prediger. Und dann sagt er, dann ist es zu spät zu rufen, Herr, erbarme dich. Ich wollte doch noch immer Bibel lesen oder ich hatte es mir doch vorgenommen, mein Glaubensleben zu verbessern. Ja, wieso hast du Gott mich so früh abgerufen? Ich wollte noch regelmäßig in die Kirche gehen, wenn ich so 80, 90 bin. Ja, so ist der Weg zur Hölle mit guten Vorhaben gepflastert. Die Botschaft des Predigers: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Und Jugend heißt hier nicht unbedingt junge Jahre, sondern solange du Kraft in dir hast. Warte nicht oder denke, ach, morgen ist noch ein Tag. Nein, denk an deinen Schöpfer. Heißt nicht, oh ja, ein Blitzgedanke. Naja, es gibt ja noch Gott, ich muss mal an ihn denken. Ne, wie ich am Geburtstag meiner Frau, oh ja, gegen Abend nochmal dran denke, so nebenbei, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das wird nicht so gut ankommen. Meine liebe Frau, da wird dann entweder ein Gewitter machen, wie es hier in Lüneburg Ungewitter gibt, oder ein Schweigen wie in der Wüste wird sich ausbreiten, ihrem Versuch, dass ich das nie wieder vergessen werde, sondern schon 4 Monate vorher vielleicht vorsichtig frage, du Schatz, wenn du dir mal was wünschen würdest, was würde das wohl sein? Dann würde sie mir zulächeln und sagen, ach du, 2 Wochen an der Westkap in der Blütezeit? Und dann denke ich bei mir, naja, so genau wollte ich es auch nicht wissen. Komm, wir wechseln das Thema. Und so wechseln viele das Thema, wenn es zum Gottesverhältnis kommt. Vers 13 sagt Prediger, lass uns die Hauptsumme aller Lehren hören, Doppelpunkt, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt allen Menschen. Da sagen viele, du, so genau wollte ich das auch nicht wissen. Oder, naja, okay, wenn ich Zeit habe, erstmal will ich leben, Dinge erleben, Extreme Sport, Partys machen, studieren, Geld verdienen, Kinder kriegen und so weiter. Prediger würde sagen, du vergeudest deine Zeit. Das Glück liegt nicht in den Dingen, die du machst, sondern in dem, mit wem du die Dinge machst. Ohne Gott gilt die Warnung der Weisheit, dein Leben wirst du vor Gott verantworten müssen. Denn das gilt allen Menschen, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Aber mit Gott wird dein Leben erfüllt und gefüllt. Fürchte Gott heißt Ehrfurcht haben, Anerkennung geben, sich vor ihm beugen. Und dann kannst du auch alle Dinge tun, die dir Spaß machen, denn sie gehen vorbei. Macht ja nichts, wenn sie vorbeigehen, denn du weißt ja, was hinter der Grenze des Todes wartet. Eine neue Welt. Genieß dein Leben, es ist ein Geschenk. Aber wisse, es ist nicht das Letzte. Es kommt noch was. Und mit deinem Gott kannst du auch ins Leiden gehen, ins Alter. Denn auch das geht vorbei. Aber dir werden neue Horizonte aufgetan werden. Denn der Schöpfer dieser Welt hat auch die zukünftige Welt schon geschaffen. Und der Schöpfer bestimmt den Wert und den Sinn von seinen Geschöpfen. Denk daran, heißt es.
Du bist im Verhältnis zu ihm geschaffen worden. Und er steht über der Sonne. Alles unter der Sonne ist eitel. Darum fürchte Gott. Denk an deinem Schöpfer in allem, was du tust. Darum sind wir hier auch in der Kirche. Haben wir einen Lehrgottesdienst, Beichtgottesdienst. Denk an deinem Gott. Darum haben wir Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, Teenager, Jugendkreis, Bibelstunden, Andachten, Gedenkfeste, Seelsorge, Mission, Beruf, Arbeit und auch Spaß und Spiel. Denk an deinem Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles unter der Sonne, bewahre und halte unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Uns beten. Herr, unser himmlischer Vater, vor dir stehen wir als solche, die reichlich gesegnet worden sind. Und wenn auch Prediger feststellt, alles ist eitel, so machst du doch was aus unseren Gaben und gibst ihnen Ewigkeitswert. Lass dein Reich immer wieder neu zu uns kommen, durch dein seligmachendes Wort, durch die täglichen Andachten, durch den Dienst der Liebe an den Nächsten. Herr, auch unseren Haushaltsplan fehlen wir deiner Güte, dass du was draus machst.
Du schenkst uns die Ewigkeitsperspektive und die Fähigkeit, mit unserem Besitz und Geld in rechter Weise umzugehen. So sind wir gewiss, du wirst uns tragen und erhalten. Dir sagen wir dir Lob und Preis und Dank. Amen. Dass wir zu dir rufen dürfen, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns durch die heilige Taufe in dein Leben und Sterben und deine Auferstehung hineingenommen. Heiliger Geist, dir gehört unser Leib und Leben, das du zum Tempel erwählt hast, dass wir heilig wandeln sollen. Diese Welt lehrt uns, auf andere Dinge zu vertrauen, den Versuchungen der Reklame nachzugeben, die Zeit mit nutzlosen Aktivitäten zu verschwenden, die Ewigkeit zu vergessen. So heilige uns wieder in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Lasst uns zum Herrn rufen. Du hast uns als Glieder deines Leibes zusammengefügt, als deine Gemeinde. Hier geschieht so viel Gutes, was du, Herr, in unserer Mitte bewirkst. Segne so unsere Aktivitäten, Frauenkreis, Bibelstunden, Planungskomitee, Gartenkomitee und andere, den Vorstand, die Seelsorge, Missionskreise, die sichtbaren und die unsichtbaren guten Werke, damit wir noch mehr werden, was wir sind, Licht der Welt, Salz der Erde. Dafür lasst uns den Herrn anrufen. Besonders, dass deine Ordnung, auch die Ehe, erhalten bleiben möge. Manchmal ist es ein wenig Himmel auf Erden, manchmal erleben Menschen ein wenig Hölle in den Familien. Es zerstreiten sich Kinder und Eltern, Mann und Frau. Wir brauchen dein Heil und deine Heilung. Erhalte den sichtbaren Stand durch dein frohmachendes Evangelium. Dafür lasst uns zum Herrn rufen. Und in der Welt und Schulen wird auch diese Woche viel los sein, Unterricht und so weiter. Es wird im Beruf und Alltag gearbeitet, gewirtschaftet. Wir wollen dienen, wie du uns dienst. Wir wollen die Zeit gebrauchen, die du uns gönnst. Wir wollen ehrlich und intensiv uns einsetzen für Land und Leute. Wir brauchen deine Kraft, so lasst uns zum Herrn rufen. So sehen wir auch die Not und das Leid in dieser Welt. Katastrophen, Hungersnot, Kriege, Ausbeutung. Deine gute Ordnung wird in Frage gestellt und die Sünde der Menschen vermehren das Leiden. Gib uns deine Perspektive, wie wir das Leben verstehen, Sinn und Ziel nicht verlieren. Wehre dem Bösen und lindere die Not. Lasst uns zum Herrn rufen. Gib, dass wir leben in deinem Segen, sterben in deiner Gnade und Auferstehung in Herrlichkeit. Dir sei Lob und Ehre und Anbetung. Amen. Thank you.
dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Herr Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten deiner Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest zu starken Glauben gegen dich und zu brennender Liebe unter uns allen. Um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Gottesdienst ist zwar noch nicht ganz zu Ende, es folgt ja noch ein Lehrgottesdienst, aber doch werden da keine anderen Abkündigungen heute sein. Ich schlage vor, wir bleiben einfach stehen für die letzten beiden Verse. Danach das Ausgangsstück.